Ich habe ja vermutet, dass wir erst am Schluss hier hinkommen. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier sein wird. Ist das schon wieder eine... Okay. Wenn dem so ist, nehme ich ein bisschen mehr mit. Zum Beispiel mein Gewehr. Und Munition. Heilung haben wir ein bisschen. Oh oh. Hier geht's ziemlich tief runter. Wieder in eine Höhle oder Mine. Okay, hier geht's nicht lang. Holzstege, okay. Eine Tür. Was, noch weiter runter? Hm, ich habe wohl keine andere Wahl. Na gut, dann halt noch weiter runter. Wie tief geht denn das? Barry. Jill, you're alive. I was worried, because I thought you were... Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Jill, hand me my gun. Pistole an Barry zurückgeben. Ja, nein. Oh, oh Gott. Das ist echt schwer gerade. Ich weiß es nicht. Ja. Thanks, Jill. Echtes Teamwork. Okay, er hat uns nicht angegriffen. Jetzt geht's gegen die gute Frau. Die würde ich... Oh, nicht getroffen. Die mit besagtem Virus infiziert ist, wie ich schätze. Man hat das Auge auf ihrem Rücken gesehen. Oh, ich bin alle. Nicht alle. Das ging schnell. Hallo, ich muss... Oh Mist. Ich sehe nichts. Was ist denn das hier? Das sieht aus wie so eine Opferkammer. Oh, oh, Hilfe. Nicht gut. Die Musik. Oh, nachladen. Ich habe Angst, dass sie mich direkt tötet. Wie wär's denn mit ein bisschen Feuer? Unterm Hintern. Ich finde es aber cool, dass wir die Wahl hatten, ob wir Barry die Waffe wiedergeben. Hallo, das bringt scheinbar überhaupt nichts. Oh, oh. Ah, nein, 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 nein. Kritisch, kritisch, kritisch. Muss ich vielleicht... Könnte es sein, dass ich sie nicht mit Waffen töten kann? Dass ich mir irgendwas mit den Dingern machen muss? Na, sieh mal einer an. Komm schon. Habe ich jetzt zu spät geschaltet, wieder mal. Einfach mal alle Dinger runter. Mal gucken, da ist so ein Sarg. Yeah.
war nicht die Mama ohne Gesicht. Das war die Tochter. Oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen Gänsehaut. Das ist ja mies. Im Sarg liegt ein Skelett. Moment, hier ist noch etwas anderes. Ein Familienfoto. Es ist ein Brief. Meine liebe Lisa, jeden Tag schwindet mein Bewusstsein weiter. Die Spritzen von den Männern in weißen Kitteln machen Mamas Jucken besser. Heute gaben sie mir eine Spritze mit Vitaminen. Vitaminen. Wenn sie mir die Spritze geben, kann Mami nicht klar denken. Aber Mami ist traurig, weil Mami es nicht mehr schafft, euch immer in Gedanken zu behalten. Mami hat Angst. Angst, alles zu vergessen, besonders die Erinnerungen an dich und Papi. Wie ihr aussieht, was wir zusammen gemacht haben. All das verschwindet allmählich in eine Finsternis in mir. Oh Lisa, ich möchte jetzt sofort dein Gesicht berühren und dich in meinen Armen halten, damit ich unsere wunderbaren Erinnerungen an dich und Papi behalten kann. Lisa, wir können hier nicht bleiben, wir müssen fliehen. Hör mir zu, Lisa. Unsere Chance kommt, wenn wir nächstes Mal beide gemeinsam im Labor sind. Wir stellen uns beide bewusstlos. Wenn der Mann in Weiß nicht aufpasst, nutzen wir unsere Chance. Wenn wir draußen sind, suchen wir gemeinsam nach Papi. Okay, Kleine? Du musst stark sein, Lisa. 13. November 1967. Jessica Trevor. Ich dachte, Jessica wäre die Tochter gewesen. Jetzt habe ich alles durcheinander gebracht, oder? Sarg liegt ein Skelett. Ja, okay. Barry. Dann sag mal an, Kumpel. I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Okay. Wieso glaubst du ihm denn schon jetzt auch noch? Wieso vertraut sie ihm nach dem, was er... Ich meine, ja, ich habe ihm die Waffe wiedergegeben, weil das Viech da auf uns zukam, aber... Ach Mann, Jill, du bist aber auch naiv wie sonst was. Bleibt er einfach stehen? Und sie erwartet nicht, dass der irgendwie... Also wirklich. Mädchen. Wo sind wir denn jetzt? Aha, an dem Ort, an dem wir bisher noch nicht waren oder auch nicht hin konnten. Da ist eine große eiserne Tür. Sie lässt sich nicht öffnen. Schade aber auch. Wo sind wir denn jetzt? Aha. Oh, warte mal. Hier. Seht mal da. Eine runde Einbuchtung, ein Symbol in Form eines Adlers. So langsam löst sich alles auf. Das heißt, wir müssen dort vermutlich noch mehrfach vorbei. Und auf der anderen Seite war dann schätzungsweise das Symbol mit dem... Mit dem Wolf, genau. Okay. Achso, ich bin schon voll geladen. Meine Güte. Jetzt nehme ich schon ziemlich lange auf. Ich hoffe, Kamera und Aufnahmeprogramm machen weiter. Ich habe nämlich gerade keine Lust aufzuhören. Deswegen können wir auch aber einfach weitergehen. Wie der jetzt einfach stehen bleibt, der Barry. Einfach so. Kurz habe ich überlegt, ob er irgendwie in das Ganze verwickelt ist mit... der Tochter und der Mutter. Aber eventuell kommt er uns nach, wenn wir die Dings, die Medaillen da eingesetzt haben. Hier ist sie. Die Speicherkiste. Speicherkiste. Gut. Granatwerfer brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, denn der ist alle, der hat ausgedient. Hat er aber gut gemacht, muss ich sagen. Dann werde ich jetzt mal die Magnum mitnehmen, denn davon haben wir jetzt auch einiges an Munition und die haut auch gut rein, denke ich, wenn sie so gut ist wie in den anderen Resident Evils. So, dann brauchen wir jetzt die Diskette haben wir auch noch nicht benutzt. Hat mein Handy gerade? Tatsächlich, habe ich nicht mitbekommen. Ganz kurz. Achso. Später. Adlermedaille.
Und Wolfsmedaille. Medaille. So, ich glaube auch nicht, dass wir das Messer brauchen werden. Dann nehme ich lieber doch nochmal ein bisschen Heilung mit, weil ich weiß echt nicht, was jetzt kommt. Ich wünschte, ich könnte auch hier nochmal speichern. Kann ich aber nicht. Wobei, warte mal. Schreibmaschine und Inventarbox steht hier. Wo ist denn hier eine Schreibmaschine? Ach, hier in der Ecke. Ach was. Aber jetzt habe ich, glaube ich, nur noch eins, oder? Ne, zwei habe ich noch. Will ich das wirklich? Na komm. Oder? Wobei, so schwer war der Kampf jetzt im Grunde nicht. Wir mussten eigentlich nur... Ich habe jetzt ein bisschen umsonst... Nee, ich mach's mal nicht. Ich mach es mal nicht. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon so ein heftiger Endkampf war, weil, wie gesagt, eigentlich so heftig war der nicht. Da war im Grunde nur das Wegschieben von diesen Steindingern wichtig. Habe ich zu spät nur erkannt. Jetzt wäre das vermutlich noch viel schneller gegangen. Inwiefern war dieses Mädchen, also diese mittlerweile Frau, in diese ganze Virensache von Umbrella verstrickt? Das ist mir gerade noch nicht ganz klar. Hallo. Was kommt jetzt aus dem Brunnen rausgebrochen, wenn wir da aus dem Wasserbecken, wenn wir da die Medaillen einsetzen? Ich sitze schon wieder so ein bisschen. Wobei, nee, Kamera sagt, ich sitze super. Okay. Wolf. Und Adler. Was? Oh, falsche Seite. Das ist ja wie bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Schon wieder im Fahrstuhl ins Dunkel und Jill fragt sich nicht, was mit dem Barry ist. Aufzug benutzen. Die geht dann halt einfach weiter. Die lässt ihn da einfach stehen. Aber so geht's, kannst du natürlich auch noch in die Höhle des Löwen. Errungenschaft, okay. So kannst du natürlich auch noch die ganze Zeit weitergehen, obwohl wir mit der Villa schon längst fertig sind. Also alles abgeklappert haben. Caution. Wieder hinunter. Halt. Labor. Labor, erstes Untergeschoss. Hallo, ich will doch mal... Okay, wir haben eine Tür und eine Treppe nach unten. Die Tür ist zu. Dem Schild steht, öffne nur im Notfall möglich. Okay. Wieder nach unten. Das ist ein Notfall. Das ist eine alte Schreibmaschine. Ja, ja, ja. Das heißt dann wohl, dass ich speichern sollte. Jetzt kommen echt ziemlich viele Schreibmaschinen und Möglichkeiten, diese zu benutzen. Gut, wenn das Spiel das so meint, dann nutze ich diese natürlich auch. Finde ich aber nett, dass wir nochmal die Gelegenheit kriegen. Diese Musik. Kommt mir doch gar nicht vor, als wären wir jetzt gerade beim Endkampf. Es hat sich noch viel zu wenig aufgeklärt für mich bisher. Vielleicht soll das auch so sein, dass man noch im Dunkeln gelassen wird bis zum Schluss. Es ist noch Kerosin da. Großartig. Hi. Oh. Da hat jemand aber den Rücken offen, du. Tschüss.
Okay. Hier laufen eine Menge coole Typen rum. Habe ich eigentlich nicht mehr Gewehrmunition? Das finde ich nicht so gut. Und ziemlich viel Heilung liegt hier rum. Ich gestatte mir einmal ein grünes Kraut mitzunehmen. Und dann weiche ich euch aus. Tschüss. Da geht's noch weiter runter. Dann wird diese Tür zu. Elektrisches Verriegelungssystem. Okay. Ein Teil des Schreibtisches ist mit einer Art Säure bedeckt. Weiß. Noch eine Diskette. Okay. Okay, 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 okay. Ich tschüss. Hab grad keine Zeit. Der Plot zwingt mich dazu, weiterzugehen. Ich würde so gern stehen bleiben. Wisst ihr, woran mich das gerade erinnert? An den Hive. An den Hive aus dem Resident Evil Film. Oh, hier geht's auch rein. Viel zu groß. Oh, ist das cool. Uns geht überall rein. Was ist denn hier los? Mehr Objekte können sie nicht tragen. Das kann ich jetzt auch noch mitnehmen. Oh mein Gott. Ufts. Das ist ein Platz zum Aufhängen eines Röntgenbilds. Vermutlich das Einzige, was hier rumliegt. Oha. Und hier kann ich... Eine Art Schalter. Aha. Okay. Whatever. Boah, das ist echt... Das Bild finde ich jetzt wieder cool. Der Kameraperspektive. Was ist das jetzt hier wieder... Tür ist verschlossen. Wenn sie die Hebel an der Seite umlegen könnten, würde sie sich öffnen. Woher weißt du denn das, liebes Spiel? Okay. Hebel zum Öffnen der Türschlösser. Wenn sie nur die Schlösser an den Hebeln öffnen könnten. Ach, die sind auch noch zu. Ah. Wisst ihr, liebe Freunde, ich nehme jetzt schon seit über einer Stunde auf. Ich habe das Gefühl, es geht noch viel länger weiter, als ich eigentlich vermutet hatte. Ich dachte, wir sind jetzt so ziemlich am Ende. Und auch die ganzen vielen Schreibmaschinen und so wiesen mich irgendwie darauf hin. Aber hier scheint es noch echt ein bisschen länger weiter zu gehen. Ich bin mir gerade noch unsicher, aber denke mal, es lohnt sich hier nochmal Schluss zu machen und in einer neuen Aufnahmesession dann nochmal weiterzumachen. Jedenfalls war es das erstmal für heute von Let's Play Resident Evil. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, ihr seid gespannt, wie es weitergeht. Ich bin es nämlich echt ziemlich sehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss. She begged me.